Ich bin abends im Terrornetzwerk 1 und 3. Das ist schon okay so. Und da schreibe ich dann willkommen zu einer weiteren Folge Lost in Translation. Und heute ist mal dabei der liebe Olvi. Hi, guten Tag. Ja, warum ich jetzt genau den Olvi mit dabei habe, hat natürlich einen kleinen Grund. Und zwar werde ich jetzt die nächsten Tage, wie ja übrigens auch die Gamescom sind, das heißt, ab morgen fängt die Gamescom an, also ab Mittwoch, ab Donnerstag ist dann die Gamescom auch öffentlich. Auf jeden Fall werde ich von Mittwoch bis Sonntags beim Olvi sozusagen sein und wir werden dann auch zusammen auf die Gamescom gehen. Und was ich damit eigentlich auch mit ankündigen wollte, von Mittwoch, also von heute bis Sonntag, wird sozusagen eigentlich wahrscheinlich jeden Tag ein Video kommen, weil ich jeden Tag einen Vlog schneide bis Sonntag. Und da werden wir euch dann einfach mal auf der Gamescom ein bisschen rumführen und so, werden euch da ein bisschen was zeigen. Im Prinzip werden wir einfach ein paar kleine Follow-Me-Arounds machen, wie ich im Prinzip auch schon einige Male angekündigt habe. Ich würde mal sagen, wie immer, Olvi, du hast den Vortritt als Gast und darfst das erste Video vorlesen. Okay. Und Regina Stein, Winge-Konzern wolle man etwas anderem Video. Ich habe schon auf einiger Zeit auf 2 Tage Gegengewicht ein paar Fragen zu stellen. Oh. Und somit ein Stück weit wollen, dass man diese Wochenende sehr viel Leute gemacht. Uiuiui. Also ich wusste gar nicht, dass man jetzt plötzlich Gewicht in Tagen misst. Also das ist mir jetzt was ganz Neues. Anhand eines Wortes ganz am Anfang konnte ich schließen. Das sollte Real-Life, Hashtag FragWolre mit Mia sein, oder? Ja, das okay, ist... das... Also am Ende hätte ich es nicht mehr erkannt, aber der Anfang, der war recht einfach sogar. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, dass ich dir jetzt am Anfang direkt ein gar nicht so leichtes gebe, aber... Okay, wir schauen mal. Ein herzliches Willkommen. 200er Marke Skydance Sieg freute er sich über ein Was? Paar kleine Team meines Cannabis betreffen. Auch sehr stark eure Meinung der Schultes Video gerne bis zum Ende mit seinen 7 Jungs nach Minden trugen. So Leute, und damit willkommen in der Runde und ich will einfach sagen ja. Das klingt auf jeden Fall schon mal wie Hide and Seek, weil bei Hide and Seek sage ich und willkommen in der Runde. Das Problem ist, ich habe glaube ich schon 2-mal Hide and Seek, mal ganz kurz schauen. Das ist richtig. Das ist jetzt mies. Es ist entweder die allererste Twitter-Fragen oder es ist die zweite. Ich würde wahrscheinlich von der zweiten ausgehen, also nicht zufrieden eure Meinung Minecraft Hide and Seek. Davon würde ich eher ausgehen. Das ist richtig, boah, Olvi. Gut. Aber es war tatsächlich schwieriger als das, was du mir gestellt hast. Also, ja, tut mir leid. Ne? 2 Initiatoren, eines kommt. Das Krankheitsbild, Videothek, Rangliste, Untertitel. Text, den ich jemals gelesen habe. Oberst und verpasst das Ziel. Die wirtschaftliche Entwicklung zu einem neuen Licht. Bullock, einen Hallo, braucht Wenzler. Seit wann bist du denn noch? Oh, das habe ich auch an einem Wort tatsächlich erkannt. Ja. Das war eine Lost in Translation Folge auch. Ja. Da kommt wirklich kranker Scheiß raus, wenn man das nochmal nimmt. Ja, aber ich weiß, wodurch du es sogar erkannt hast. Das war ja, mit irgendwas klar. Mit Ziel oder so, ne? Genau. Also das war Blurenwills Hex. Lost in Translation. Der Bluren, der ist immer geil. Zweite Folge. Ja, der Bluren, der ist tatsächlich ein sehr stranger Typ. Du hast jetzt natürlich die Möglichkeit, es nachzulegen. Okay, ja. Willkommen zu dem zweitbesten tatsächlich. Ein herzliches Willkommen zuletzt bei Microsoft. Vielleicht auf der Parkett letztere hatten zusammen deren Zahl aus und erstellten bitte an dann Leuten. Und finde ich klasse, bisschen verwirrt, aber sollte sie sich gleich totstellen bei Wählen. Die Liste der Profis geht los. Prozent, Sicht, einander, auch ein Ford Motor, KGAA, Alter, was ist das schon im Nacken? Was? Also, ich hätte jetzt durch Ersteres gedacht, dass es ein bestimmtes Video ist, aber das Zweite, das verwirrt mich jetzt nur, aber... Da ich jetzt irgendwie keinerlei Gedanken habe, was es denn für ein anderes Video sein würde, würde ich jetzt sagen Minecraft Flash, Zalos und Olvi auf Speed. Da hast du genau richtig gedacht, Olvi. Weil du hast Zahl aus gesagt. Ja, ich kann Zahl mir gut vorstellen, aus. Dass Google ja. aus Zalos Zahl ausmacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Das war genau richtig, das ist auch von dort. Im Prinzip 2-2, das heißt, jetzt ist es, könnte es sich schon entscheiden. Jetzt könnte es sich schon entscheiden, Olvi. Lies mal vor. Ja, das wird spannend. Vor allem in der 40. Bordeaux Trainer. Sepp Butter, da war nochmal der. Kläranlage.
Und das sei dieser. Willkommen zur ersten Ausgabe von Mein Club. Ach so, okay, das war's schon. Das war sehr kurz. Anhand des letzten Satzes bin ich mir relativ sicher, dass es Minecraft Punish ist. Und du hast dann ganz böse vor Punish aufgehört, weil es wahrscheinlich zu leicht gewesen wäre. Genau. Okay, das... und zwar war da Mein Club Punish und da habe ich mir gedacht, nee, da mache ich nicht weiter. Nee, weil ich wusste noch, dass ich dann gesagt habe, zur ersten Ausgabe, weil das sage ich ja sonst nicht so unbedingt. Ja. Und das hat tatsächlich sogar richtig... Es hätte aber auch Lost in Translation die erste Folge mit Zalos sein können. Das heißt, jetzt kannst du es noch auf einen Gleichstand rausreißen. Auf jeden Fall ist entweder Gleichstand oder du hast gewonnen. Das heißt, schlimm für mich kann es nicht mehr sein. Jetzt habe ich Druck. Ich habe Druck, Alter. Krasser Druck auf jeden Fall, okay. Willkommen zuletzt, richtig fit sein wie Siemens. Darf man tritt in eine Kirche? Ich will, dass das Ganze für ein Spiel ist. Oder sogar schwere Ketten um den Hals nicht richtig fesseln. Wir kommen noch einmal um. Ich bin abends im Terrornetzwerk 1 und 3. Das ist schon okay so. Das Ganze nach Moskau umziehen. Und Prozent GC. Was? Könnte die Runde Tapping-Punkte einsammeln und die Kutschenfahrten ganz unten sind. Also, ich habe jetzt zwei Videos im Kopf. Das ist das Problem. Ich habe jetzt einmal Agar und einmal Turbo Kart Racers im Kopf. Aber was hat das mit Terrornetzwerken zu tun? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Eines der beiden ist es, aber ich weiß nicht welches. Ich würde jetzt eher sagen... Let's Trash, weil du irgendwas mit Kreisen auch gesagt hast. Let's Trash was? Let's Trash Agar.io, ab in die Top 10. Ich hab nochmal gefragt, Let's Trash was, weil... Nee, was nicht. Es war Let's Trash Audio Surf. Was? Ja. Ich hab gedacht, das wäre Turbo Kart Racers oder das... Oha. Es ist sehr krank. Scheiße. Du hast da irgendwas von... Naja, aber du hast verdient gewonnen. Ja, ja. Also ich... Terrornetzwerk was? Ich weiß auch nicht, was der da hatte. Terrornetzwerk 1 und 3. Du bist direkt in zwei Terrornetzwerken Mitglied, laut deiner Aussage. Also ich würde mal sagen, das war's auch schon mit diesem Video. Ihr könnt euch dann jetzt freuen. Die nächsten paar Tage wird es jeden Tag ein Video tatsächlich kommen. Ich bin mal gespannt, inwiefern ich das dann hinkriegen. Wisst ihr, was das Tolle ist? Bei jedem Video bin ich dabei, weil er macht Vlogs. Du bist tatsächlich diese Woche bei jedem Video dabei und diese Woche werden irgendwie, für wie viele Videos werden kommen? 6 Videos. 6. Sechs Videos statt 3 diese Woche. Doppelt so. Ich versuche jeden Tag 2 bis 3 Vlogs von der Gamescom zu machen. Also ein Follow-Around und Spielvorstellung. Ja, hast du ja gesagt, also ihr könnt gerne auch mal beim Olvi vorbeischauen, auch wenn der Olvi jetzt hier schon mal Schleichwerbung gemacht hat. Da wird dann die nächsten Tage auch schon gut auf Follow-Me-Arounds und auch wahrscheinlich ein paar Spielevorstellungen, ein paar mehr als bei mir kommen, von der Gamescom eben. Und ich bin mal sehr gespannt. Wir werden einige YouTuber auch treffen und es wird sehr toll alles. Das wird sehr toll. Ich freue mich auch. Gut. Okay, ich würde mal sagen, das war's auch schon mit dem Video. Vergesst nicht, eine Bewertung da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten schaut gerne nochmal beim Olvi vorbei. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss. Tschüss.